Ich muss lachen. Servus und moin, meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Nackenwahrheit. Heute mit der wunderbaren Jolina. Hello. Endlich mal. Ich liebe dieses Format und ich freue mich so sehr, ein Teil davon zu sein. Danke. Yay. Ja, ich habe halt sofort an dich gedacht. Schon vor Monaten tatsächlich wollte ich gerne mit dir ein Video machen zum Thema Transgender. Total gerne. Ich finde es super wichtig, da so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen, weil viele Leute haben, glaube ich, Berührungsängste. Genau. Und ich glaube, viel weniger kann ich euch die nicht nehmen oder viel mehr kann ich euch die nicht nehmen, als heute komplett nackt. Also ich würde sagen, hier kommt meine erste Frage. Wie würdest du Transsexualität in Emojis beschreiben? Oh, ich würde auf jeden Fall den Schmetterling nehmen, weil man, sage ich mal, zuerst in der Raupenform ist, dann eventuell für eine Zeit als Kokon lebt und vielleicht sich so ein bisschen eingeschränkt fühlt, sobald man sich selber halt mehr erkennt und mehr zu sich selber findet. Und danach ist man der wunderschöne Schmetterling, der wirklich in seiner endgültigen, richtigen Form angekommen ist. Das ist richtig schön emotional. Super. Hast du schön gesagt, ja. Gab es einen bestimmten Zeitpunkt, in dem du wusstest, ich bin im falschen Körper? Tatsächlich ist es schwierig, da direkt den Finger drauf zu legen. Ich glaube, da muss man unterscheiden, wann habe ich das erste Mal geäußert. Und da war ich wirklich sehr, sehr jung. Da war ich im Badezimmer und habe meine Mama angeguckt nach dem Baden und habe gesagt, Mama, wann kann ich das mal unten eigentlich abschneiden? Krass, und sie hat das aber wahrscheinlich nicht ernst genommen, ne? Ja, meine Mama ist halt Krankenschwester und sie war sich der Thematik bewusst und hat auch so ein bisschen gesehen, wohin die Tendenzen halt gehen könnten, weil es halt nicht nur die eine Situation war, sondern sich das Ganze halt immer wieder wiederholt hat. Tatsächlich mir selber bewusst geworden bin ich mit 16, wollte es aber dann jahrelang nicht wahrhaben. Den Weg gestartet bin ich mit 21. Also in meinen Augen viel zu spät, aber das ist das Erste, was mir mein Therapeut erzählt hat. Bereue niemals, dass du zu spät angefangen hast, weil du kannst es nicht ändern. Macht sich emotional, jetzt so über das Thema zu sprechen? Ein bisschen, aber im freudigen Sinne, weil ich halt hoffe, dass ich vielleicht hiermit jemanden erreichen kann, der sich der Problematik nur nicht so bewusst war, dass ich auch Mensch bin und kein Freak, wie man ja oft, sage ich mal, im Volksmund betitelt wird. Das kann ich bestätigen. Du bist ein ganz, ganz toller Herzensmensch. Ja, oh Gott. Hättest du dann auch schon mit 3 Jahren, weil da war das erste Mal, dass du es geäußert hast, oder mit 5 Jahren gesagt, okay, ich bin im falschen Körper und da besteht auch kein Zweifel? Ja, definitiv. Ja? Ja. Also wenn du es weißt, dann weißt du es? Ich kann mich so sehr an diesen Moment erinnern und war so zerschlagen irgendwie im Herzen, als meine Mama sagte, nee, das kannst du nicht abschneiden. Abschneiden ist keine gute Idee. Dementsprechend glaube ich halt einfach, dass Eltern auf ihre Kinder hören sollten, ihre Kinder beobachten sollten. Natürlich, auch Kinder sagen manchmal, ich möchte jetzt ein Ritter sein oder ein Delfin. Das geht natürlich nicht, aber das ist eine ganz andere Skala und das kann man nicht vergleichen. Und wenn Kinder wieder und wieder solche Wünsche äußern, finde ich es ganz wichtig, dass Eltern heutzutage auf die Kinder hören und sich halt professionelle Hilfe holen lassen. Ich habe dir das ja schon mal gesagt, für mich von außen ist es eben oft so, das ist so ein Tabuthema oder so ein Thema, wo man so denkt, ah, wie spreche ich das an? Wie nenne ich dich? Also ich meine, du bist für mich eine Frau, aber wie empfindest du das? Also darf ich das sagen oder ist das komisch oder bist du transsexuell oder transgender? Also weißt du, was ich meine? So ganz viele so Unsicherheiten und man weiß gar nicht, und dann lässt man es lieber. Ich sage immer, hab nicht so viel Angst davor, die Person zu fragen. Ich denke, das trifft auf jeden Fall zu, auch außerhalb der Thematik Transgender, dass Leute sich lieber selber erklären, als mit Vorurteilen über sie zu leben. Ich finde halt auch diese ganzen Stempel, ob jetzt transsexuell oder transgeschlechtlich oder transgender, Transsternchen habe ich jetzt schon mal gehört. Ja, es ist ganz schwierig. Wenn du mir schon einen Stempel geben willst, dann gib mir den Stempel Frau. Man merkt einfach, dass du schon so viel Erfahrung gemacht hast, die andere halt erst mit 40, 50, weißt du? Das ist halt leider so, dass viele Minderheiten in der Gesellschaft halt leider noch eine relativ schwere Zeit haben und oft irgendwie Steine in den Weg geschmissen bekommen. Für mich ist es eher ein Privileg, dass ich das alles durchmachen durfte. Sonst wäre ich heute nicht die Person, die ich bin. Und ich finde, so scheiße bin ich gar nicht. Nee, das kann ich so unterschreiben. Hast du früher mit Jungs- oder Mädchenspielzeug gespielt? Tatsächlich zu 99% mit Mädchenspielzeug. Ich hatte eine Hot Wheels-Rennbahn. Ja, aber die ist halt auch relativ schnell verstaubt. Und das ist so blöd, weil ich hasse das, wenn Leute sagen, oh, meine Kinder, mein Sohn spielt mit Puppen. Was nicht übrigens heißt, dass er deswegen kein Mann sein möchte oder sowas, ne? Also eigentlich gar nicht. Deswegen. Und genau davor habe ich immer Angst, wenn ich sowas erzähle, weil Leute denken, oh Gott, vielleicht ist es bei meinen Kindern auch so. Es ist ein Aspekt aus einem kompletten Spektrum und ich finde, das kann man nicht so
so generalisieren. Ich muss auch sagen, ich kann mir vorstellen, dass es bei dir also ja auch einfach so ein, es ist ja auch ein, so eine Flucht gewesen. Du konntest ja nicht dieses weibliche ausleben, also hast du es auch so ein bisschen in typisch weiblichem Spielzeug vielleicht gesucht. Auf jeden Fall. So, ich habe halt auf jeden Fall mir am Kindergarten und Grundschulalter immer die Mädels angeguckt, was machen die, und das fand ich halt toll und das wollte ich auch machen, weil ich wollte eine von ihnen sein. Was ist deiner Meinung nach das größte Vorurteil gegenüber Transgender-Menschen? Ich würde sagen, dass Leute uns als krank sehen. Transsexualität war ganz lange Zeit und ist auch bis heute als Krankheit angesehen. Ist wirklich so? Ja, sonst dürften die Krankenkassen die Hormontherapie nicht bezahlen. Und darauf sind wir angewiesen, auch ich. Wie hat eigentlich deine Familie oder deine Freunde oder wie haben auch deine Zuschauer darauf reagiert, als du gesagt hast, dass du transgender bist? Auf YouTube muss ich sagen, war das Feedback unglaublich gut. 95% waren durchweg positiv. Da kann man nur Herzchen schicken. Freunde, muss ich sagen, waren auch eigentlich immer an meiner Seite. Zumindest die Leute, die seitdem weg sind, das habe ich halt realisiert, waren keine richtigen Freunde. Und meine Familie hat eigentlich auch sehr gut reagiert. Es gab ein, zwei Leute, die komplett durchgedreht sind. Ich wurde enterbt. Was den Namen angeht, tun sich manche, gerade die Älteren, aus meiner Familie halt sehr schwer, logisch, weil es halt sehr eingefahren ist. Ja. Selbst auf deinem Pass steht noch dein alter Name. Es ist absurd. Ich wurde jetzt die letzten drei Male, die ich am Flughafen war, fast nicht durchgelassen, bis ich Zwergenaufstand gemacht habe. Aber meine Namensänderung zieht sich jetzt seit über anderthalb Jahren hin. Du nimmst ja auch gerade Hormone. Was machen die mit dir? Wie kann ich mir das vorstellen? Gab es auch Situationen, an denen du dich einfach nicht wiedererkannt hast? Definitiv gab es solche Situationen. Ich bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren bei meiner Hormontherapie dabei und nehme dort Testosteronblocker und zusätzlich Östrogene. Ja, also mein Körper hat sich um einiges verändert. Ich habe jetzt die hier. Meine Haut ist weicher geworden. Die Haare wachsen auf jeden Fall noch, aber feiner am Körper. Und psychisch gab es auch einige Veränderungen im Laufe der Zeit. Ich habe unglaubliche Gefühlsschwankungen und kann von 0,3 Sekunden vom glücklichsten Menschen der Welt zur Furie und Bestie werden, die einfach alles und jeden grundlegend hasst. Und zerreißt. Ja, zerreißen, zertreten mit den Füßen zuerst unter den Rasenmäher. Ja, damit die Person halt möglichst noch lange merkt, wie weh es tut. Also ich freue mich echt für Florian, dass er noch lebend hier ist. Das ist eine Glückssache. Das war schon... Danke, Julina, dass du so viel erzählt hast. Sehr gerne. Danke für die Möglichkeit, so viele neue Leute jetzt zu erreichen. Und ihr müsst jetzt unbedingt bei der lieben Julina vorbeischauen. Da haben wir nämlich auch ein schönes Video gemacht. Yeah. Julina hat mich ganz schön gemacht. Leute, das solltet ihr nicht verpassen. Ich bin endlich mal schön. Also vielleicht muss ich ein bisschen über dein Gesicht machen, aber das ist, glaube ich, okay. Also das wir verlinken ist okay. Es hier so. Genau, einfach vorbeischauen, Leute. Jetzt hinklicken. Bussi. Baba.